Heute möchte ich euch den Lego-Sammelkasten für Minifiguren von Batman Movie vorstellen. Und ja, ist eine Art Vitrine, eine Spezialedition. Es gibt halt die normalen und dann halt diese Batman-Sammelvitrine. Und die zeige ich euch jetzt einfach mal. Ist von Lego, ab 5 Jahre. Die packen wir mal aus. 4066 die Nummer. So. Ja, ich finde es halt ein bisschen kundenver... Weil der Hintergrund, man denkt eigentlich, die Vitrine hat als Sonderausführung den Hintergrund hinten mit drauf. Ist aber nicht so. Der ist nur gedruckt und ja, diese Banderole ist halt komplett, die kann man komplett abnehmen, aber es ist halt ein einfacher Sammelkasten, wie die anderen Sammelkästen halt eben auch. Ansonsten ist dazu zu sagen, sehr gutes Material. Man kann auch kleinere Sammelkästen und die größeren übereinander stapeln. Das ist halt auch ein Stecksystem, was total genial ist, finde ich. Dann gibt es hier noch Halterungen für an die Wand, an der Wand zu befestigen, was auch sehr schön ist. Hat ja auch nicht jede Vitrine, dass man die halt eben auch direkt an die Wand schrauben kann. In dem Sammelkasten sind jetzt für 16 Figuren Platz. Ist ein großer Sammelkasten. Es gibt nur noch kleinere für 8 Figuren. Und ich glaube auch sogar welche für eine Figur, soweit ich weiß. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Es gibt auf jeden Fall welche für kleinere. Also kleinere Sammelkästen. Und ja, also der ist schon sehr hochwertig, muss man sagen. Aber auch sehr teuer von Lego selber. Ob es den Preis rechtfertigt oder nicht, muss jeder für sich selber wissen. Ich wollte ihn euch halt mal zeigen. Ich finde ihn sehr, sehr schön. Schade ist halt eben, dass bei der Sonderausfertigung eigentlich nur die Werbung, die Banderole anders ist und ansonsten halt ein ganz normaler Sammelkasten erscheint. Aber ansonsten von der Qualität her wirklich gut. Wirklich top. So, vielleicht, wenn jetzt jemand ein bisschen bastelmäßig begabt ist, könnte man die vielleicht noch dahinter kleben und vielleicht ausschneiden. Die ist ja eigentlich so schon sehr schön. Ist wirklich schade, dass das nicht hinten schon von Haus aus befestigt wurde. Ja, wir probieren mal aus, ein Sammelfigürchen reinzustellen. Ich habe jetzt diesen hier. Hier vorne geht die auf. Der Verschluss etwas schwer. Ja gut, ich glaube aber, die haben ja deswegen durchsichtig gelassen. Es gibt ja Leute, die stellen sich dann in eine Vitrine rein. Ne? Ja, ich meinte jetzt nur die Hinterwand. Ja, aber dann will man ja die Figur von hinten auch sehen. Ne? Ja, aber so eine Sonderedition sollte ja schon ein bisschen anders sein als die anderen Editionen, finde ich. Ja gut, was denkt ihr denn über diese Sonderedition? Schreibt es uns doch mal unten in die Kommentare rein. Würde mich interessieren, überhaupt von den Lego-Vitrinen, wie ihr die so findet. Ja, schwierig, ne? So, die geht ziemlich schwer auf und zu, aber das ist halt auch so gewollt, damit halt auch wirklich alles fest ist, ja. Alles fest sitzt. Das ist natürlich ein Pluspunkt eigentlich. So, dann zeige ich euch die nochmal von nah, wie der kleine süße Mann da drinnen sitzt. Da ist er. Ja, also so ist die wirklich sehr süß gemacht. Natürlich für 16 Figuren relativ wenig... wenig Fächer zum Sammeln für einen hohen Preis. Aber dafür, wie wir es halt gewohnt sind, von Lego halt eine sehr gute Qualität mit Stapelsystem und für an die Wand zu befestigen. Ja, das war's eigentlich schon. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, wie ihr die so findet. Bis bald!